Wir haben eine sehr intensive Diskussion darüber geführt, wann Drohnen in der Logistik real werden. Ich bin offen gesagt noch ein wenig skeptisch, dass das einer der präferierten Drohnen-Use-Cases sein wird. Aber ich denke, es wird vernünftige Einsatzfälle auch in den ersten Jahren jetzt geben. Die Masse allerdings wird noch ein bisschen brauchen. Ich glaube wirklich, dass das ein sehr, sehr interessantes Feld ist. Aber Last-Mile-Delivery mit Drohnen halte ich für extrem schwierig, extrem herausfordernd und auch gesellschaftlich noch nicht so richtig akzeptiert. Das wird was sein, was sich über die nächsten Jahre entwickeln muss. Und das macht man besser über sehr positiv aufgeladene Cases. Bluttransporte liefern, Medikamente liefern. Der Rest kommt später. Ich glaube, es ist einfach wichtig, und das zeigt dieser Event heute hier, dass wir immer wieder auch über die Branchen hinweg, auch Regulierer, Politik miteinander sprechen. Um diesen Markt wirklich zu entwickeln, braucht es echt eine Ende-zu-Ende-Sicht auf dieses Feld. Und zeigt allein schon dieses enge Zusammenspiel in der Politik, wie viel man doch im Blick haben muss, um das Ganze nachher zu einem funktionsfähigen Ganzen zusammenzubauen. Und da ist die ganze klassische Aviation noch gar nicht dabei, die hier heute fehlt.